Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute gibt es mal wieder ein Haul und zwar kommen wir gerade von DM und von Colosseum. Ich weiß nicht, ob ihr den Laden kennt. Dort habe ich mir drei Anziehteile gekauft. Aber ja, hauptsächlich geht es um den DM-Haul, aber ich zeige euch die drei Anziehteile einfach trotzdem. Ja, ich sehe vielleicht ein bisschen kaputt aus, aber ich habe mir gedacht, ich drehe jetzt den Haul und kann das dann direkt auch für euch wieder wegräumen und heute auch ohne Softbox, weil ich denke, dass das von den Lichtverhältnissen so passt. Ich habe hier unten meine Tüte stehen und ich greife einfach raus. Die Preise, die schreibe ich euch unten in die Infobox, wie eigentlich immer. Und ja, dann fangen wir an. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß bei dem Video. Und wir sehen uns nach dem Intro wieder. Als erstes möchte ich gerne anfangen mit den Kleidungsteilen. Und jetzt geht die Sonne auch wieder weg. Ich hoffe, wie gesagt, das passt so. Und zwar gab es 50% bei Colosseum. Ich weiß nicht, ob ihr den Laden kennt. Wegen des Weltfrauentags. Der ist ja morgen. Heute ist der 50%. Was für ein Datum wir haben, ich weiß es gerade nicht. Genau, da gab es 50% auf jeden Fall. Und da kam einmal diese Hose hier mit. Das ist so eine grüne. Ich reite die jetzt mal nicht aus. Die hätte ursprünglich 20 gekostet, 50%. Das heißt, ich habe noch 10 dafür bezahlt. In der Größe S. Ich hoffe, dass sie passt. Aber ich kann es auch umtauschen, falls sie nicht passt. Dann habe ich dieselbe nochmal in Rosa mitgenommen, finde ich ganz schick. Gefällt mir ja ganz gut, diese bunte Farben für den Frühling, wieder für den Sommer, wenn es warm wird. Und als letztes Teil vom Colosseum, das kann man jetzt sehr schlecht erkennen, das ist einfach so ein langer grauer Cardigan. Ich wollte schon ganz lange einen Cardigan haben. Achso, die Hosen haben jeweils 10 gekostet und der Cardigan hat 8 Euro irgendwas gekostet. Ich schreibe es euch aber auf jeden Fall nochmal in die Infobox, die Preise. Ich wollte schon ganz lange einen Cardigan haben, auch so einen längeren, aber ich habe irgendwie nie einen gefunden, der mir so gefallen hat. Und heute kam dann mal der Cardigan mit. Genau, und dann machen wir einfach weiter mit den DM-Sachen. Da kam nämlich einiges mit. Zum einen habe ich hier einmal von Sauber die feuchten Wischwaschtücher. Schauen so aus. Und ich finde solche Verpackungen ja immer ganz toll für die Handtasche. Oder ihr könnt es natürlich auch in die Wickeltasche packen, aber ich habe so feuchte Tücher immer gerne in der Handtasche. Da kam einmal das Paket mit. Ich lege das jetzt einfach auf den Boden. Dann habe ich von Dawn to Dent zweimal mitgenommen. Irgendwo ist noch die zweite Verpackung von meiner Mundspülung. Und zwar hatte ich eine ganze Zeit lang die Total Care Power Rundumschutz Mundspülung. Aber irgendwie gibt sie, glaube ich, nicht mehr im DM. Ich habe die schon ewig nicht mehr gesehen. Und deswegen habe ich jetzt die mitgenommen. Die ist stiftbewahrend, ist sehr gut. Antibakteriell. Ich denke, die wird ihren Job auch tun. Genau, die habe ich zweimal mitgenommen. Ich muss mal eben gucken. Da ist die zweite Verpackung. Dann habe ich einmal mitgenommen von Yessa. Total unspektakulär. Aber ihr wisst ja, dass ich euch auch solche Sachen zeige. Von Yessa die Maxi Binden Night Plus. Schauen so aus. Kam eine Verpackung mit. Kann ich nicht viel zu sagen. Tun ihren Job. Ich liebe das, dass sie einzeln verpackt sind. Und auch für To Go
unterwegs sind die super. Und gerade für die Nacht finde ich die echt klasse. Ihr könnt die aber auch, steht glaube ich auch hinten drauf, genau, nach einer Entbindung zum Beispiel könnt ihr die benutzen oder auch bei leichter Blasenschwäche. Beides ist bei mir jetzt gerade nicht mehr der Fall. Also Geburt sowieso nicht, aber leichte Blasenschwäche gerade auch nicht. Und deswegen nehme ich die nur für die Periode für nachts. Und die hält ja dann auch Ewigkeiten. Ich glaube, ich habe fast 3 Monate an einer Verpackung. Dann kam einmal von Don to Dent eine Zahnpasta mit. Die hat sich meine Mama ausgesucht. Das ist diese Brillant Weiß. Ökotest sehr gut. Dann habe ich mir eine Limited Edition ausgesucht und wer mich ein bisschen länger verfolgt, der müsste, glaube ich, wissen, dass ich mal ein Shampoo dazu hatte. Und zwar ist es die Cremedusche White Chocolate. Gibt es jetzt wieder im DM. Ich finde das Design ja schon mal super, super schön. Und der Duft ist natürlich wirklich himmlisch. Also es riecht tatsächlich wie heiße, weiße Schokolade. Ich hoffe, dass ihr das nicht hört. Das ist der Hund von meiner Schwester von nebenan. Genau, die habe ich mitgenommen. Ich liebe ja Balea Duschgele. Dann habe ich zweimal, sie haben einen großen Einkauf bei DM gemacht, deswegen nochmal die Ultrablinden Active Shape mitgenommen. Zweimal, das sind meine Lieblings-Ultrabinden, ich mag die total gerne und die sind tatsächlich besser als die Markenprodukte, finde ich. Und 85 Cent kosten die, glaube ich, aber wie gesagt, Preise stehen ja unten in der Infobox, die durften auf jeden Fall auch nicht fehlen. Dann gab es eine Zahnbürste für meine Mama, die benutzt immer von Dr. Best die Zahnbürsten und da kam diesmal diese mit. Dann gab es ein Make-up für meine Mama. Und zwar das von Manhattan. Genau. Dann gab es so Zwischenzahnbürstchen für meine Mama. Ich benutze ja Zahnseide-Sticks, aber sie benutzt immer so Bürstchen. Genau. Dann kam noch ein Wegrasierer mit. Auch für meine Mama. Ich benutze ja auch Enthaarungscreme, wissen glaube ich auch viele, weil ich das einfach einfacher finde. Dann kam noch ein Deo mit und zwar habe ich mich da diesmal für das Parfüm Deodorant Pink irgendwas entschieden. Ich kann es selber nicht lesen, weil das immer so spiegelt, das schaut so aus. Und das riecht total gut. Also das riecht wirklich wie so ein Parfum irgendwie. Also ich kann mir gerade vorstellen, in der Zeit, wo es noch nicht so heiß ist, dass man das echt gut benutzen kann und dann halt kein Parfum mehr drüber muss. Das kam einmal für mich mit. Dann habe ich von Ebelin so 3 Augenbrauenformer gekauft. Von denen habe ich schon ganz viel Positives gelesen, habe mich aber irgendwie nie getraut, die zu kaufen. Jetzt habe ich es tatsächlich mal gemacht. Mal gucken, ob ich mich damit schneiden kann oder so. Ihr seht das mit Sicherheit auch alle und ihr wisst es ja, dass ich ein bisschen faul bin, was meine Augenbrauen betrifft. Und das sehr unregelmäßig mache und das sieht man auch, aber ich finde, ab und zu kann man das dann doch mal machen. Deswegen kamen die 3 Stück mit. Und dann kamen noch 2 Mal
die Micellenreinigungstücher von Balea mit. Die habt ihr ja in meinem letzten Aufgebraucht-Video auch gesehen. Und da habe ich ja gesagt, dass ich auf diese Dinger schwöre. Und ich liebe die. Und da wir immer noch kein DM bei uns in der Nähe haben und immer relativ weit fahren müssen bis in die nächste Stadt, habe ich jetzt da auch wieder zwei mitgenommen, dass das mindestens 2 Monate hält. Dann kam einmal von Babylove noch die feuchten Waschlappen in klein mit. Wie ihr ja auch wisst, habe ich sowas ganz gerne in der Handtasche. Und 15 Tücher passen gut in die kleine Tasche. Deswegen habe ich das mitgenommen. Aber die große Verpackung, die ich in meinem letzten Video euch gezeigt habe, die ist halt wirklich, wenn die voll ist, ist sie halt riesengroß für die kleine Tasche. Und das geht halt dann einfach nicht. Und dann muss die halt wirklich schon fast leer sein. Und dann lohnt sich fast auch nicht, die wieder mitzunehmen. Deswegen gab es so kleine. Und als letztes, glaube ich, vorletztes, von Babylove kam noch das sensitive Pflegeöl mit. Das schaut so aus. Das liebe ich ja auch zum Abschminken. Das benutze ich ja seit Jahren und kann mich da wirklich nicht beschweren. Die sind echt, echt toll. Und damit bekommt ihr auch wasserfestes Make-up. Also ich schminke damit ja nur mein Augen-Make-up ab, weil mein Mascara immer wasserfest ist und unten der Strich auch. Und genau, aber dafür ist das echt super. Ich liebe das Zeug. Nein, ich habe euch schon wieder ein bisschen angeflunkert. Wir haben noch ein paar mehr Teile. Und zwar sind es noch 3 Teile. Als nächstes habe ich hier von Balea die Lippenpflege White Chocolate. Die ist auch eine Limited Edition. Schaut so aus. Und ich wollte es unbedingt mal ausprobieren, ob die auch nach weißer Schokolade riecht. Weil ich benutze immer für morgen so einen Lippenpflegestift. Ich benutze ja auch keinen Lippenstift, also keinen farbigen Lippenstift, sondern nur immer so Lippenpflegestifte. Und ja. Aber die gehen bei mir auch immer verloren. Ich weiß auch nicht, was ich mache. Deswegen habe ich den auf jeden Fall gekauft. Wenn mir wieder einer verloren geht, habe ich noch einen eingepackten. Und dann kamen noch als letztes 2 Deos mit. Und zwar einmal auch ein Deo Parfum. Das ist, glaube ich, aus derselben Reihe wie das andere, aber es ist eine andere Sorte. So heißt es dieses hier. Finde ich, sieht auch super, super toll aus. Und vom Duft her, nee, bei dem kann man noch nicht riechen. Also das hat noch keine irgendwie ausgetestet, aber ich werde es mal testen. Bin gespannt. Auf jeden Fall sind die halt ohne Aluminiumsalze. Das heißt aber leider auch nicht antitransparent. Für den Sommer sind die also bei mir definitiv nichts. Aber jetzt ist ja noch nicht so warm und jetzt kann man sowas ganz gut benutzen. Genau. Und als letztes habe ich einmal das 5 in 1 antitransparent 5 in 1 Protection Deo. Schaut so aus. Das kennen ja auch viele von euch. Und das benutze ich ja schon wirklich seit Jahren. Und ich liebe dieses Deo. Ich glaube, ich habe es in meinem Aufgebraucht-Video auch schon erzählt. Ja, da gibt es wirklich nichts. Ich liebe dieses Deo. Das Deo riecht gut. Das Deo schützt. Ich kann mich da echt nicht beschweren. Genau. Und meine Tüte ist leer. Ich hoffe, euch hat der Haul gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Wie gesagt, die Preise stehen unten in der Infobox. Wenn ich so oft sage, muss ich es tatsächlich auch reinschreiben. Und dann würde ich sagen, wenn ihr Fragen, Anregungen, Wünsche, irgendwas habt, ab damit in die Kommentare. Und sonst wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Abend, wann auch immer ihr das Video schaut. Und wir sehen uns dann bei meinem nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüss.